Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Northern Lights. Weiter auf Erkundung. Oh, der hustet sich kaputt. Musst du das bei der Ankündigung machen? Fieber, Grippe, ja, schaut gut aus, Färm. Gut, ich bin jetzt weiter. Mittig auf der Map jetzt ungefähr. Hier. Mittig, also unten mittig. Hier ist mal, das waren die Abzweige, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe, wo das eine Türmchen einzeichnet ist. Das ist der hier. Sieht man von da hinten gar nicht wirklich so. Das ist der. Und zwei Bären habe ich mit der Waffe auch erlegt. Die Waffe ist cool. Nehmt die Muni mit. Nehmt sie alles immer mit. Da habe ich ins Böckelsalz mein Fleisch reingehauen, aber das ist irgendwie komisch. Wenn ich nämlich eins reinlege und dann wieder zurückhole, stecken die übereinander. Ich kann die sind nicht separat. Also, weiß nicht, was das dann bringt, genau. Oh. Eine kleine liebe Hütte, ich glaube, da bleiben wir jetzt wohnen. Naja, die Infektion habe ich einmal geheilt. Ein Kartenstück. Eins. Bett. Kisten. Essen. Jetzt werden wir dann am Maiharz, wenn wir schon da sind. Tun wir mal ein bisschen einheizen. Kommt mir nämlich langsam schwer so vor, wenn ich da wirklich noch ein paar Weile rumrennen würde. Rad. Ah, wie steppert, das dauert viel länger. Haben wir draußen noch rum. Das Wetter nicht so scheiße wäre. Könnte man aber mit dem Ferngucker auch ein bisschen rumschauen. So ein paar Stunden vergehen, ich finde. Jetzt ist durch. Jetzt ist sehr durch. Ja, dann werden wir Variante 2 nutzen und werden das einfach mit Wasser kochen. Ist gefühlt auch schneller gegangen. Gefühlt deswegen, weil manche Sachen kommt da halt so vor. Heute ist noch Prime Day, gell? Amazon Prime Day. Einer meiner Lieblingstage. Zumindest, weil ich oft dann vorher schon Sachen warte. Denke, das brauchst irgendwann, kaufst das. Nur deswegen geschaut, weil ich möchte, muss mein Handy dann noch was bestellen, bevor es Mitternacht ist. Das ist, wenn man denkt, irgendwann kaufst du das mal, ne, wenn du das brauchst. Wenn es es mal billiger gibt. Das ist genau der Tag, wo ich dann zuschlag. Wenn der Preis natürlich passt, gibt es ja genug Vergleichsseiten, die man sich anschauen kann. So, ich würde sagen, wir düsen wieder. Ich traue mich gar nicht in den Tank schauen. Naja. Jetzt bin ich aber eh schon weit gefahren. Also jetzt mache ich immer weniger Spritsorgen. Ja. Nicht aus, Surf. Also das ist ja wirklich... Third-Person-Entwickler und nicht mit jeder Bodenwelle die Kamera mitwackeln. Das Ding läuft mal. In GTA, wenn ich fahre über eine Bodenwelle, sehe ich auch, wenn ich in dritte Perspektive bin, das Auto, wie sie trotzdem verwackeln, nicht die ganze Kamera mitwackelt. Soll ich euch mal das Ding demonstrieren? Das ist ein Schweinchen. Mit dem Bär ist lustiger. Ah, da. Nee, ist auch keiner. Schaut so aus. Und platt. Jetzt kommt zuerst, wie ich das Bärenfleisch und
Fell vor allem aufgemacht, habe ich ein neues Rezept gekriegt. Schweinefleisch, wo? Du hast keinen Platz mehr. Was ist los? Die sind wirklich kacke, weil die stacken und die nicht. Egal, ich schmeiße entweder das Fleisch weg, weil die Konserven halten wesentlich länger. Ich schmeiße ja nicht das Haltbare weg. Dann. Zum Hafen. Da werden wir vermutlich jetzt wieder ein bisschen fahren, weil ich gehe mal davon aus, dass der beim Wasser ist. Ist aber nur eine grobe Einschätzung eines Laien. Stein, boom. Stocken tut es ja schon ordentlich, wie wenn man da gleich. Und da kommt schon das Wasser, ja. Ja, wie immer. Es stockt und in der Nähe ist irgendwo was. Anybody home? Ah, ein Schiff. Lass mich weg. Tschüss. Wie vor. Alles eingedingselt, aber alles zwar eingedingselt, aber es schwimmt ja auch noch, da kann man sicher was machen. Jetzt wird's spannender. Ich brauche für das Schiff wahrscheinlich Teile. Man, wahrscheinlich. Haha, ich brauche Teile. Nicht wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, dass der wirklich von der Insel über das Boot dann wegkommt. Gemein. So rückwärts gehst du bis gleich im Wasser. Ja, ich kann das eh schon alles nicht mehr mitnehmen. Jawohl, Kraftstoffquelle kann ich dann. Bin mir jetzt ganz nicht sicher, ich traue mich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Kennt man ja auch schon von wo, ne? Das Feuerzeug kann er schon mitnehmen, sonst haben wir ja auch nicht. Reden. Scheiße. Jawohl! Temperatur geht noch zweites.
Okay, es ist erst Fischen gegangen. Okay, einmal. Fallen, einen Tag, 9 Stunden, 2 Tage. Aha, so nicht viel um. Gut, also der Typ ist Fischen gegangen. Ja, wenn ich jetzt ins Wasser falle, ist alles aus. Na gut, der Typ ist Fischen gegangen. Hast so viel wie? Kann ich einfach die Scheibe hauen? Went fishing. We'll come back later. Wonder where he ended up at. Ja. Okay, Leute. Ich bin hier nur ein paar Meter weiter gefahren, fuhr hier darüber, weil ich mir gedacht habe, der muss ja in der Nähe angeln. Hab ihr das gefunden? Ich denke mal, das ist jetzt da wohnt zumindest wer, also da wohnt, da ist wer drin. Ja, Fischerhütte. Ich meine, nagel mich jetzt nicht fest, aber ich habe da. Nasse und wo war die? War. Ist irgendwo da? Ja, der war aber auch ein bisschen verzweifelt da schon. Mein Problem ist eher, wo kriege ich diesen verdammten Schlüssel? Ja, ich meine, oder habe ich den jetzt schon? Hat er den jetzt schon aufgekommen? Oder kam der mit dem Karteneintrag? Oder. Ich kann nochmal zurückfahren. Nicht so weit. Ja, der kriegt den Motor nicht zum Laufen. Ja, ist klar, da fehlen Teile. Gut, okay, den kriegen wir schon irgendwo her. Aber jetzt müssen wir mal in die Hütte rein. Aber ich habe ein schlechtes Gefühl. Ja. Das finde ich jetzt blöd. Ich weiß, wo der Typ gelandet ist. Er ist da hinten. Er wartet dort. Niemanden.
Können wir den Typen nicht irgendwie was reinpfeifen, dass er nicht ganz so viel husten muss? Drei Verbände gibt's da. Schwertzüttel braucht er auch nicht, hat nur seine kleine Sommergrippe noch. Ich hasse das, wenn ich Sachen nicht fertig bringe, aber mir fällt dazu gerade nichts ein hier. Wirklich nicht. So deppert dauert das lang. Das fickt dich einfach wirklich. Oh, ein Käse. Ja. Ohne Hinweis auf irgendwas und wie wieder was geht, es tut zwar sorry, aber dann müssen wir weiter. Dabei, was anderwertig verwendbar wäre als so. Fahren wir weiter. Wir ja, mal schauen darüber Richtung Ausgangsteil. Wie gesagt, wir brauchen einen Teil von einem Motor, zwei Teile. Da bin ich ja, da bin ich abbogen. Jetzt weiß ich sie, die andere Richtung muss ich. Nicht zuerst rechts abbogen. Von der bin ich herkommen dort. Also ehrlich, ich hoffe, der Sprit macht das mit. Danke, Sturm. Jetzt müssen wir schon noch relativ weit nehmen. Ja, ich glaube aber so passt es wieder. Oh! Die Mine. Ja. Welcome to the mine. Mach da mal zu. Draußen ist mir gerade ein bisschen zu kalt. Da gleich wieder anheizen. So. Weg.
Ja, es ist zwar verdorben, aber anscheinend kann man es noch braten. Ja, dann. Geil ist, das muss er immer gleich einschalten. Das kann man auch nicht irgendwie anders machen. Nein, das muss, wenn. Das ist irgendwie. Ich hätte Fleisch, ich hätte alles. Aber mein Typ kriegt irgendwie nur Verbranntes. Aber das liegt auch an mir, weil ich immer weggehe. Aber die Fleisch gehen auch schneller als das Bärenfleisch. Hätte mich zwar interessiert, ob aus dem Verdorbenen, wenn man es lang brät, noch was rauskommt, aber. Warum leuchtest du? Cooked enough. Ja, ich arbeite dran. Na, das schaut besser aus schon. Wirklich befüllt bis oben. So, wir werden jetzt rausgehen dann. A bit too raw. Tja. Eh alles voll, aber man nimmt halt gern Ess fertig mit. Wobei ich ja nicht wirklich das Problem habe mit Essen. Was? Keine Türen? Das ist mal neu. Normal kann man immer Türen aufmachen. Sollte es doch etwas Special-Umgebung hier sein? Ah, jetzt weiß ich wieder, warum ich das Grüne gefunden habe. Alter! Chili? Wird mit weg. Wird nicht gehen. Da ist 15 Grad. Nicht mal Friertime. Time. Ja. Ist ein Loch in die unendliche Leere. Noch eins. Oh, ein Nazi-Versteck.
Wäre vielleicht in dem Fall jetzt gar nicht schlecht. Überall Holzkohle rum. Sehr strange. Vor allem habe ich jetzt hier irgendwie das Problem. Ah ja. Danke, Entwickler, das ist nett. So unterbewusst hätte mich das gewurmt, wenn ich nicht weiß, wohin. Wenn ich weiß, die eine Seite, wenn ich nachschaue, ein paar Meter ist zu, dann weiß ich, wo ich bin. Ei. Na gut. Da wirkt es jetzt auch nicht so überragend. Und nach links. Nein, die Umgebung ist schon cool, hast du auch gut gemacht. Irgendwie ist nämlich da alles leer, außer Wildtiere ist alles leer. Das macht mir nichts, aber man kriegt halt dann irgendwie schon so die Routine rein. Man kann überall reinlaufen, wenn sie wurscht ist. Kommt dir nichts Böses. Ja, hallo! Da ist eine Holzkohle drin aufbewahrt, der Schlingi. Ja, und jetzt? Jetzt sind wir da in der Mine, ganz unten. Ganz, ganz unten. Habe ich da was übersehen jetzt irgendwo? Also wirklich. Flüssig werde ich aus dem Zeug da jetzt nicht. Ja. Kann aber eigentlich nicht alles in der Mine sein, weil riesige Mine, für was stehe ich da rum?
Aber da unten ist nichts, da kann man nichts machen. Nur Mining kann ich nicht, ne? Sehr komisch, da fühlt man sich immer so, wie wenn man etwas übersehen hat. Der Entwickler hat das sicher nicht nur zum Spaß dahergemacht, für nix. Warte mal, da gehen ja überall die Kabel runter. Ist das, wo gehen denn die hin? Schauen wir die draußen noch hingehen, ob ich mit dir irgendwas machen kann. Schieben, schieben, macht er nicht. Ja, ich habe sicher was vergessen irgendwo, ganz sicher. Nein, muss ich jetzt wieder fahren. Eigentlich wollen wir ja nur, will ich das Spiel jetzt nur mal fertig machen. Ich sag's euch ehrlich, ich will das jetzt gar nicht alles mehr durchspielen, weil, ja. Es ist nicht schlecht. Das will ich ja gar nicht sagen. Es ist wirklich nicht schlecht. Aber es vertut halt so viel Potenzial, weil man einfach nichts. Da kommt ein Story-Update. Und dann passiert im Endeffekt genau, dass du 5, 6 wirkliche Quests hast und der Rest heißt dann wieder nur so, ah, renn quer über die Insel und such irgendwas. Ja. Lieber noch ein bisschen warten und wäre besser gewesen, ein bisschen warten und Schnee anfüllen. Ein bisschen warten und dann ein paar mehr Quests rauswerfen. Sorry, Entwickler, aber. Aber. Vom Erkundungsstandpunkt her ist es nicht so schlecht. So, wir haben hier jetzt ein Kartenstück gefunden. Ich bin jetzt hier auf der Map, die Military Base hier. Ein Kartenstück gefunden. Wir werden uns jetzt weiter umschauen. Weil. Den habe ich wieder angefüllt. Wir brauchen ja für irgendwie so einen Motor. Ich will den jetzt aber nicht irgendwo unabsichtlich liegen lassen. Da kalt, das gibt's ja nicht. Sei nicht so. Es ist nur die Frage, wo wir den Motor herkriegen. Und das ist jetzt mein Problem. Warum ich im Endeffekt dann hier trotzdem überall rumrenne. Weil vielleicht liegt ja da wo ein Motor rum. Natürlich cool. Mal aufmachen, ja. Oh, Moni. Das Coole ist, für Gewehrkugeln ist immer Platz im Inventar. Was war jetzt mit dem einen da? Warum kann ich den da, kann ich gar nichts machen? Auch vorne nicht die Motor habe oder so? Nein? Na gut, dann bin ich da rein, habe mal den Fuhrpark angeschaut. Gehen wir mal in das nächste Gebäude, das wäre das hier. Ah, Stacheldraht kann viel, aber mich nicht aufhalten. Wow. Weil da drüben schaut es vielversprechend aus, aber. Eins nach dem anderen. Mein Riesenproblem ist, dass ich einfach schon erneut sowas von voll bin. Einfach nichts. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Ich bin so bummelig voll. Aber jetzt ist mir schon gut.
Bist du fertig? Jetzt finde ich da noch so viel Loot. Also ja, nein, sorry, die sind ja immer leer. Fast immer. Bett benutzen? Na, der braucht nicht schlafen. Man trinken ja genau rein. Kann auch schon wieder eine normale Dose kurz. Rein mit der Pasta! So, das schaut gut aus. Gehen wir. Ah, na, na. Tja, noch eins. Steppert, meine Rüstung wird immer besser. Brett drin, der dann Brett reingestellt, vor allem hinter dem Fachboden. Da bleiben! Hände hoch, was immer er gerade macht. Das Beste kommt zum Schluss. Gehen wir da noch rein. Ja. Entwickler, tut mir leid, aber was soll das? Was soll ich mit dem ganzen Schatz da jetzt? Zuerst baut man, macht man ein Inventar kleiner als sonst noch was. Ich meine, ja. In dem Survival-Spiel, das ich gespielt habe, Survival of the Use, kann sich die Hand geben mit dem Spiel. Solche Survival-Dinger hier, solche hier, ehrlich, steht und fällt irgendwie auch mit dem Inventar. Weil wenn man jedes Mal, wenn man das Inventar reingeht, einen Nervenanfall kriegt. Und ich persönlich fühle mich schlecht, wenn ich Sachen liegen lassen muss. Ich meine, ich will jetzt nicht alles mitnehmen können, das nicht. Aber... Leute, und sich so viel Kugeln habe ich. Ah, ich hasse diese Dose. Ich hasse diese Dose so viel. Weil er die einfach nicht. Der liebt die so sehr, du musst ewig weit weg, dass er die nicht nimmt. Das Papier mit, ich brauch's zum Anhatzen. Scheiße. Kann ich das da rüber festlegen? Wie viel braucht denn der Platz? Zwei. Der geht darüber, oder? Das Papier braucht mehr, ne? Weiter, ich hau jetzt einfach aus Frust alle Dosen weg. Wirklich, ich zerstöre sie, ich hau's gar nicht weg, ich zerstöre sie einfach. So. Hoffnung, da irgendjemanden lebend zu finden, übrigens habe ich nicht mehr. Daher renne ich da jetzt auch einfach so ungebremst durch. So, jetzt mal auf die bessere Seite. Da ist ja nichts mehr. Da drüben können wir auch raus. Sollte ich hier in dem Part jetzt nichts finden, Leute, nichts Sinnvolles, dann sage ich es ja gleich, dann war es das. Dann war das der letzte Part jetzt mal vorerst, weil ich der Meinung bin, dass das dann einfach keinen Sinn macht. Ich irre hier nämlich völlig behindert in der Gegend rum. Mit völlig, meine ich wirklich völlig bescheuert. Irre hier in der Gegend rum. Ich weiß ja nicht mal. Ob ich vielleicht irgendwo bei einer ganz kleinen Kleinigkeit, wo ich halt gerade vorbei bin, irgendwas liegen lassen, was essentiell war, was ich jetzt brauche. Und jetzt stehe ich da und kann die ganze Karte nochmal abfahren. Also das. Haben wir hier. Man braucht überhaupt nicht viel Platz im Inventar oder so. Yeah, Hindernisparcours. Oh, oh. Den machen wir. Oje, da. Aber weißt du, da sind anscheinend ja schon länger keine Soldaten mehr da. Weil irgendwie, muss ich sagen, bin ich da. Wenn bei so einem Springhüpf da durchtrappeln durch die Reifen,
da schon die Bäume durchwachsen, das ist ja, das geht ja nicht von heute auf morgen. Es passiert ja. Es dauert ja ein wenig. Ich habe wirklich schon Hoffnung gehabt, dass ich jetzt einen Motor krieg. Also so irgendwelche Teile für den Motor. Nö. Wieder nicht. Aber wir sind soweit auch hier fertig. Das ist. Seite. Nein, wir wollen nach Norden. Ich schaue einfach mal alles durch. Norden wäre dann. Darüber. Schauen wir mal. Ich meine, ich bin jetzt nicht auf die Hochstände rauf, aber komm, das kann nicht, das sind, nicht sein, dass das Hochstand jetzt dann. Was? Aber Hauptsache Musik spielt. Kann aber nicht sein, dass der Hochstand vielleicht jetzt noch irgendwas hat für mich. Hatte der andere überhaupt nicht. Er greift nicht mal auf die Sprossen. Zeiten schauen wir an. Ob es lukrativer wirkt. Ehrlich, wirkt alles gleich. Lass mich raten, kann ich nicht wegschießen? Nö. Na gut. Abwärts, weiterfahren. Ich glaube aber nicht, dass da oben jetzt. Au! Hat Gartenarbeit betrieben. Tut alles weh. Norden wäre hinter dem Felsen. Also wir könnten ein bisschen nördlich. Hoppala. Noch ein bisschen darüber. Dann ziehen wir mal darüber. Das ist sowas von dermaßen weit weg alles. Dass man da zu Fuß, das ist absolut keine Chance zu Fuß. Keine Chance, wirklich. Das geht nicht. Mit Mitbewohner rechne ich hier, ich rechne ich mal nicht. Jawohl! Hilft sicher gegen die Kälte. Da. So, mach Feuer. So, dass der mal glücklich ist. Kann ich da eigentlich Stoff reinhatzen, Nage? Ich würde wirklich so viel total gerne mal ein Stück für meinen Motor finden. Nerv nicht. Mach ja schon. Das ist das Problem. Ich kann nichts aufheben. Ich kann gar nichts. Ich will jetzt auch gar nicht alles immer wegschmeißen. Das mache ich auch gar nicht. Wie viel sind das Strichel? 1, 2. Wäre ich deppert beim Zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, jetzt ist es dazu gekommen. Ich schieße manchmal nur rum, was lauernd ist. Hat nicht wirklich Sinn. Sag ich ja gleich.
Ich habe jetzt so viel Money, dass ich schon nicht weiß, was ich damit tun soll. So, jetzt gehen wir, muss ich mal ein bisschen aufwärmen. Aua. Ich habe im Garten da so viele Stauden abgerissen. Viele, viele Stauden. In sehr, sehr steinigen Untergrund mit den Spaten. Und irgendwas sticht da jetzt in die Finger. Da war irgendwas Pieksendes dabei. Wird euch wurscht sein, aber soll ich sonst ins Reden geschwind? Scheiß drauf, dem wird schon nicht kalt werden. So. Dann haben wir unser Leuchtstab, weil das hier haltet ihn nie warm. Doch nicht. Eine Böckeleimer. Mach ich das richtig? Wenn wir da ein bisschen Leine geben? Hab Fischi gefangen. Okay. Ja, ist schön und gut, aber was genau? Oh. Ein bisschen viel größer als der andere. Alter. Frozen. Must break the ice somehow. Ja, kann ich. So, hier hängt auch nichts dran. Frozen. Ja, ja. Must break the ice somehow. Yeah. Sag's mal nochmal, komm. Ja. Maybe I can break the ice. Maybe. Na. Kannst du nicht? Warum? Weil ich's ja gesagt hab. Hey, warte mal. Aber jetzt viel Moni. Mal sehen, bevor er vorbeikommt und schwuppdiwupp macht irgendwie und mich frisst. Ein Tag, 19 Stunden. Zwei Tage. Okay. Kann ich also die Schwamm allein salzen? Wäre jetzt auch komisch gewesen. Also der eine Wolf kann jetzt eigentlich nicht mehr wirklich quietschen. Aber wie gesagt, es tut mir leid, für den Entwickler vor allem, weil man das Spiel ja zur Verfügung gestellt hat. Aber ich würde gerne was machen, aber ohne jeglichen Hinweis, ja. Wenn ich hier zum Beispiel einmal, da komme ich normal immer her. Wenn ich da jetzt so übersehe irgendwas, da liegt ein Teil, das ich brauche, und das Spiel sagt mir gar nichts, dann fahre ich da weg und ihr seht, wie lange man fährt. Es ist nicht so, dass man nur 2 Meter geht. Dann, das ist ein Wahnsinn. Ganz ehrlich, so viel Zeit habe ich nicht. Ich krieg die Let's Plays gerade so zwischen normaler Arbeit, Familie und allem hinten. Das, und da nicht ganz regelmäßig. Und wenn das jetzt, ja, das geht jetzt nicht, wenn da jetzt dann noch irgendwie ich da zum Spaß da ein bisschen in der Gegend rumwuschel. Ich rutsch weniger, wenn ich so mache, wirklich. Bitte erzähl mir das nicht jedes Mal, ich weiß es doch, bitte lass das. Mal auf zu dem Hunting Tower. The Huntsman.
Warum schaffe ich das eigentlich bitte jedes Mal? Beziehungsweise warum ist es so leicht? Stopp! So, schön, die deckten Tische immer das. Na gut, okay, die haben vielleicht vergessen, dass sie im schnellen Gang weg. Sehr gut, ist auch gleich wieder weg. Hier habe ich auch schon Karteneintrag, Jagdturm. Na bitte! Gefindet! So, und wo haben wir da unten jetzt was vergessen? Das ist so ein Neuling, das Ding. Ich meine, da oben. Jetzt ist eigentlich nur ein Flugplatz hier, sehe ich auf der Map da. Gehen wir zum Flyfield. Das ist ziemlich da irgendwo. Das finden wir schon. Also, nordöstlich. Ja. Ist das Coole ist? Dadurch, dass es so praktisch apokalypse-mäßig ist, ja. Gibt es jetzt keine Kivara, die jetzt mich aufhalten, weil er besoffen mit Auto fährt. Auf die Ort so, macht gar nichts. Macht nichts. Kannst zurückfahren. Kein Problem. So. Oh, tastes so bad. Hoppla! Ich glaube, der war nur im Böckelsalz. Da war was. Ups. Was hat er denn jetzt wieder? Lebensmittelvergiftung, ja, war klar. Aber passt, wir haben eh immer viel Klumper. Darf, das haben wir sich rein. So, das haben wir sich auch rein. Nur immer da. Sehr schön. Nehmen wir auch gleich. Kann die Waffe eigentlich kaputt werden? Ja, aber. Die hat sich schon erprobt, ist schon eingeschossen. Düsen wir! Ich mein. Bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwo dann sowieso wieder so ein Karteneintrag erscheint. Also. Und wahrscheinlich auch eine Straße, aber jetzt seid's mir nicht böse, aber das ist ja kein Fahren. Das ist ja wirklich irgendwas. Wirklich, das ist doch irgendwas, was ich da mache. Ich meine, liegt ja auch an mir als irgendwie, aber. Ja, das schaut nach einem Flugfeld aus. Ziemlich lang. Geht denn da rein? Da. Packen wir mal da. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten ich fange schon wieder an. Ja, ich mache mir jetzt gar keine Sorgen, ob irgendwo ist Gegner rumlaufen, weil ich nie welche da. Kann man da was machen? Ich würde ja auch mit so einem Ding wegfliegen, wenn ich kann. Kann ich aber wahrscheinlich nicht. Ha! Gewusst. Ah, schaut alles so eingefroren aus da alles. Was haben wir hier?
geht nicht auf, nix, geht auch nicht auf, geht auch nicht auf, oh ja, geht auf, yeah, Apfelwein, warum lässt sich der wieder nicht anvisieren? Auf einem gleich. Das nehmen wir mit. Da wollen wir nicht raus. Können wir zumachen? Nee. Steppert ist auf diesem rostigen Tisch, sieht man nämlich diese Kartenstücke auch nicht. So gut wirklich. Machen wir alles auf da. Ich halte es immer gut. Kann man, was sind das? Ein Träger? Ah, da kann man nicht drauf. Das steht, glaube ich, nur. Ja, schaut man einen Träger durch. So. Flugzeug in meinem Bauch. Bitte hör auf, so blöd zu zittern. Zumindest nicht so laut. So, was haben wir hier noch? Nö. Alles. Ja, die haben ja, wie gesagt, mir fehlen ja zwei Parts für so einen Motor. Aber irgendwie komme ich da zu nichts. Egal wo ich hinfahre, hingehe, ich komme zu nichts. Hier gibt es eigentlich immer nur, sorry, Scheiße. Es ist immer nur Scheiße da. Es gibt immer den gleichen Mist. Es ist ein bisschen einfach, als los ist das jetzt schon gerade. Wenn es mehr erwartet. Hätte wer mehr erwartet? Da ist auch nichts. Da kann man tanken. Da auch. Oh, da kann ich aber einiges an. Da kann ich aber einiges machen. Wisst ihr, wenn da irgendwann mal ein Gegner kommt, dann zucke ich aus, Alter. Da reißt mich sicher voll die Kacke. Nehme ich eigentlich nur die Stecknadel oder nehme ich da. Ja, also sorry. Bö? Man kann schlafen, so, passt. Ja, also, sorry mal, aber jetzt wird schon ein bisschen blöd, weil die Ausstattung, Innenausstattung ist komplett die gleiche wie in dem anderen. Sie haben 2001 das Spiel released, dann haben sie ein bisschen Bugfixing betrieben, dann haben sie die Story nachgereicht, jetzt da. Und das ist jetzt alles. Also jetzt wird es langsam schon ein bisschen... Ja, jetzt wird schon ein bisschen lächerlich, finde ich. Da wäre schon mehr gegangen. So, jetzt muss ich mich mal aufwärmen kurz, weil das wird sonst nichts. Aber gut, wir sind ja hart im Nehmen, immer schon gewesen. Auch bei den ärgsten Bugs oder so komischen Sachen werden wir uns dagegen wehren. Und jetzt zucke ich gleich aus, wenn mein Handy jetzt noch ein paar Mal läutet. So. Mach auch gleich was hinten nach. So.
So, jetzt sind wir. Achso, ich wollte gerade sagen, ist dem Typ mir jetzt schon warm, weil. Damit. Nein, dem ist noch nicht warm. Naja, ich fühle mich nicht so. Es ist schon 8 Uhr morgens, es kann nicht so kalt sein. Gut, so, pfeife sich noch ein bisschen Essen rein. Eh so viel von dem Schaß, haben wir sich alles rein. So. Der kommt viel näher ran, geht aber auch nicht mehr. Okay, warum geht da nicht was rauf oder dauert das einfach so lang? Wenn es weitergeht, muss ich mein Handy stumm stellen. Sorry. Gute Nachtwünsche der Holden. So, gehen wir einfach weiter. Mit schon erklärt auf Rennen. So, da vorne geht's raus. Was haben wir hier? Flugzeug Wracks. Das ist so ein Turm. Die sind genau in der Konstellation auch schon wo gestanden. Wirklich, das ist ja. Also na, Bock ich nicht. Und warum, wo soll ich hier bitte noch sonst mein Ding kriegen? Gibt's da irgendwo? Wisst ihr das Lustige? Es gibt hier nicht mehr wirklich viel, zumindest laut der Map, was ich da habe, nicht mehr wirklich viele Umgebungen. Wo so in dem Befleck der hier noch dunkel ist. Ich muss vielleicht wirklich oben in die da reinschauen. Geht, da fahre ich aber mit dem Schneemobil dann eine Runde. Ich schaue nochmal drinnen eine Runde. Hinten kann man aufs Dach, sehe ich gerade. Aber ich war noch gar nicht überall, ich blöd Mann, oder? Bin ja reingekommen und war gleich da. Ja, stimmt, da war ich nicht drin. Feuerzeug. Die Karte wäre mal lieber gewesen. Dahin. Achso. Von der Decke. Feuerzeug. Hätte ich ja nicht mal das Feuerzeug mitnehmen. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Klump mit. Darf ich aber anmerken, dass mir die Feder auf den Sack geht?
Scheiße. Geht sich nicht aus, geht sich wirklich nicht aus. Ah, die Knochen. Was soll ich mit dir eigentlich? Will das mitnehmen? Orangen, Limonade, Inventar voll, Inventar voll, okay. Oh! Aufs Dachgeschoss. Keller gibt's auch. Ist ja gleich ein bisschen umfangreicher als sonst. Da ist das Kartenstück. Glaube ich, ernten. Ja, wie ich schon erwähnt, es. Es ist, wie es ist. Es wird nicht besser. Hallo. Auch nichts. Ab in den Keller. Ab in den Keller! Das war jetzt nicht recht ergiebig, aber gut. Okay. So, und jetzt? Wohin jetzt, Herr Gescheit? Ja, dann würde ich mal sagen, irgendwo. Wir gehen da nochmal her. So, wir sind jetzt da, auf der Map, genannt hier, am Ende von der Schrift hier. Ist aber eigentlich nur von der Scheune hier, dem Fels, dem Berg entlang, da kommt man auch hierher. So, wir schauen jetzt rein, mir ist nämlich kalt da draußen. Ich hoffe, dass da drin nicht besser ein Feuer machen kann. Nicht cool. Ah, die Wasserfelsen. Was soll das sein? Nazi-Bunker? Liegt irgendwie so. Ich kann nicht anziehen. Ein bisschen Interaktivität. Oh, schade. Will ich nicht hin. Ah, oh, ja, so mache ich das. Links und rechts. Muhaha. Ruski-Bunker. Mad Bull. Lol. Der Typ ist ja lustig, der das Spiel gemacht hat. Ein Mad Bull hat er gemacht. Ja, gehen wir mal, wo gehen wir hin? Gehen wir rechts entlang. Bevor wir da jetzt viel anderes machen. Ei,
verzweigtes Bunkersystem. Ich sehe mich schon verzweifeln. Warte mal. Das ist jetzt gerade das, wo ich herkommen bin. So kalt kann ich mir nicht sein. Okay. Nochmal rein. Bin ich vorher gerade weiter? Habe ich links? Komm ich da? Gehen wir rechts. Irgendwie haben wir hier endlich mal eine Sackgasse. Hier nicht, aber muss ich ehrlich sagen, wenn ich das hier finden würde und ich wüsste nicht, was auf der Insel passiert. Wenn ich mich wo verstecken müsste, würde ich mich hier verstecken. Rechts geht's über rechts, links geht's raus, und die eine Seite ist erledigt. Und bei der zweiten schauen wir, was geradeaus sich weiter tut. Hoppala, Mikro gestoßen. Und dann müsste rechts irgendwo eine Tür rauskommen, wo ich jetzt herkommen bin. Ja. Was? Ja, mein Freund, dann musst du nur ein bisschen durchhalten. Wäre schon cool, wenn da wo ein Bett wäre. Dass man mal eine Runde pennen kann. Sag speichern wäre es gewesen, nämlich. Mal gespeichert zwischen mir was. So. Rippin und Nägel. Ja, irgendwo hier muss ja ein Kartenstück sein. Also das glaube ich jetzt nicht. Dass hier keines ist, könntest du mir anderen erzählen. Und da werden noch Tische. Die böten sich an.
Nein. Das gibt's ja nicht. Pfeift er den Apfelwein rein, geht schon. Ja, und das war's? Also das kann ich nicht glauben, da gibt's doch irgendwo ein Kartenfragment. Das, was ich Blinds Händel wieder völlig übersehen habe. So eine Scheiße. Das war's jetzt. Erneut. Ich schau nur genau, weil ich hab letztens auch ganz genau geschaut und hab genau ein Stück übersehen, was in so einer Ecke hinten gelegen ist. Ja, also da dürfte ich es jetzt nicht übersehen haben. Auch nicht. So. Ich habe keinen Plan, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß nicht, was mir der Bunker bringen soll. Streichholz. Aufdrehen. Nee. Ja, da ist es. Dann scheint alles wirklich nur Deko hier. Gut. Das war's nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich unbedingt so verbissen auf die Karte bin, aber. Tja. Na gut, dann war es das jetzt auch wieder mit dem Bunker. Der hat das Ganze jetzt nicht wirklich spannend gemacht, ehrlich gesagt. Ich weiß nur nicht, ob ich das irgendwo eine Map übersehen habe, weil mir fehlt jetzt eine Map.
Er fehlt eine Map von genau dem da. Das ist aber relativ groß. Naja. Aber genau nördlich vom Bunker hier wäre ein Aussichtsturm. Ich düse mal dahin, gleich wieder da. So, auf dem Weg zum Aussichtsturm, der hier ist, neben dem Tape hier daneben, über dem Bunker. Wenn das so ist wie beim letzten, wo wir waren, dann gibt es da jetzt irgendwo, oder beim letzten, was war beim letzten? Irgendwo habe ich ein Kartenstück mal gekriegt. Oh, Auto. Mal ganz neu. No need. Handschuhki. Jawohl. Aber eh alles rausgefallen. Ja. Kartenstück. Oh, Alter, das kleine Eck und dann... Nein, das sind zwei gewesen. Wow. Okay, gut. Kurz pennen. Aufstehen, reicht. Mehr Schlaf hast du nicht verdient. Egal, was da drin ist. Reinhauen, du bist krank. Chicken mal mit. Schön wär's. Mach mit, Stecknadel. So, gut. Dann würde ich sagen, dann werden wir schon so schön da dabei sind. Ab nach Westen. Was ist denn das jetzt? Da lang. Oje. Wisst ihr was, ich mache mal da wieder einen Marker. Es gibt hier eine Höhle. Die wäre ziemlich von hier. Ungefähr da. Gut Leute, ich tue es dahin. Bis gleich. So Leute, jetzt sind wir der Höhle ankommen. Die ist hier. Ich kann ja ehrlich gesagt nicht sagen, was da jetzt noch alles kommt. Nee, ich glaube, da kommt gar nicht mehr viel. Seriously? Na gut, mein grünes Licht leuchtet ja noch ein bisschen. So. Und dann mal schauen, was kann man noch craften? Fackel, Stock und Seil. Naja, gut, läuft. Okay. Und werden wir sich noch ein Trinken machen, schnell? Werfen uns noch ein Futter rein. Reichen. Das ist ja das Schöne, wir sind eh so bummnügel voll. Was macht die Höhle da? Da hat wer gewartet. Ungewöhnlicher Schlüssel. Warte mal. Das ist schon wieder, weil die Dose da ist, kann man schon wieder nichts anderes machen. Das ist ja wirklich. Moment. Ungewöhnlicher Schlüssel, ist das jetzt wirklich, ist das der für unten da? Nasse Notiz.
Ja, ich sehe da irgendwie nichts. Aber ich habe angeblich einen ungewöhnlichen Schlüssel aufgehoben irgendwo. Ist ja gerade Tag gestanden, oder spinne ich? Ey Leute, spinne ich? Ich hab doch gerade. Müsste ich mir jetzt gleich selber im Video anschauen, aber da ist gestanden, ich habe den Schlüssel auf. Ich will jetzt nur nicht hier weggehen und dann habe ich dann den irgendwie nicht. Das ist gerade mein Problem. Da ist er nämlich nicht. Da auch nicht. Vorratsverstärker stand zu, das ist wurscht. Was anderes? Ist mein Hund drauf? Nein, man akzeptiert nicht, dass man zu Hause nicht mehr sehen. Ja gut, gut, dann haben wir jetzt theoretisch ja einen seltsamen Schlüssel. Da ist jetzt hier nichts mehr, was wo liegt. Ja, dann düsen wir weiter. So, nächste Siedlung. Hier. Links vom Tape und über dem See. Wird langsam, aber sicher lässt. Wie gesagt, wenn das jetzt nicht bald endet, ist das für mich dann zu Ende. Weil ich kann jetzt die ganze Zeit nicht rennen, hier nur rum, es ist nach Mitternacht. Hab nichts gemacht, außer rumrennen in dem Spiel. Und das ist dann doch für mich zu viel. Also das ist dann nur mehr ums Laufen, 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 geht für nichts und wieder nichts. Da muss ich dann sagen, finde ich, das ist irgendwo der Spaß dann mal weg. Bis wenigstens der Fernseher gehen wird. Ein Medizinschränkchen, da hauen wir sich alles rein. Da habe ich dich irgendwas. Krankheit geheilt, Fieber. Haha, Schmerztabletten for the win. Na, das sind aber relativ viele Häuser sogar. Das ist noch eins. Ist cool, dass sie Brunnen graben. Hello, is anybody there? Jetzt habe ich kurz Angst gekriegt, weil der losritt. Aber nur kurz. Ich bin wieder vorbei. Okay, fast. Nicht ganz. Es ist so lustig, dass da eigentlich niemand, nie, keiner sagt im Spiel, dass es hier keine Gegner gibt, aber es sind halt einfach keine da.
So, wird wieder. Nur ein bisschen einheizen da. Mal kurz da anzünden. So, was haben wir rein? Paper. Ich würde auch gern das verharzen. Geht das? Weil langsam nervt mich das. Ich zahle es immer mit, aber ich werde es sowieso nicht verwenden. Gut. Und das gleich wieder voll machen. Essen pfeift man sich rein. So. Ich will jetzt nicht hier warten. Dass der nicht Magen gekriegt auf die ganzen Schmerztabletten. Manchmal schließlich bombe ich dem ja alle rein, was ich habe. Da hat Schnee die Hütte ein bisschen ramponiert. Ja, Rucksack da. Ein Tracker. Waren das zu viel zu erkunden Entwickler oder warum sind hier in der einzigen Ding, da wo mehr so viele Hütten sind, die Hälfte der Hütten schon wieder nicht begehbar? Hallo. Kann man jetzt eigentlich Stoff harzen? Kann ich das einheizen? So nervt's. So. Weichholzschachtel. Wichtig. Lesen. Oh, das ist gut. Please. Kälter wird ihm eh nicht, das ist gut. Vielleicht können wir mal wieder was Sinnvolles lernen, ne? Sanddorn. Das ist ein Sanddorn. I think I'm losing my mind. Behind you. Ja, ich stehe schon wieder wärmen da. Essen. Irgendeine der Hütten muss aber das Kartenstück haben. Es gibt sonst nichts mehr in der Umgebung. Soweit ich das jetzt weiß. Ja, geh, halt doch die. Ja, ich tu mal aus, so dumm, aber es ist leichter. Hello? Is anybody there? Alter, wie viel Räume und Türen hatten die Hütte? Ja, jetzt bist du in der Hütte drin, jetzt mach nicht so einen Aufstand.
Trinken. Trinken. Okay. Dürfte erneut springen hier. So, nächste Hütte. Dann mittlere Hütte. Dann kein Plan. Plan. So. Erneut aufwärmen. Er zittert ja schon wieder. Warum weiß ich nicht? Ich weiß, dass ich langsam müde werde. Damit war ich in Natura. Ich sitze jetzt da schon Stunden, Leute. Das sind Stunden, fahre ich schon im Kreis jetzt mit diesem blöden Schneemobil. Ja, wie gesagt, das wird der letzte Part. Ganz sicher. Bis zum nächsten Patch halt nochmal, wenn die Story weitergeführt wird, weil ich kann mit den Quests, also ich habe nichts anfangen. Was soll ich mit der Kunde die Insel? Haha, Scheitling. Was Meidling. Felsenlager, Seillager. Ja, das Lustige ist ja, dass man hier Sachen bauen kann, die für eine fixe Base sind. Aber es hilft mir eine fixe Base genau nichts. Es bringt mir nichts. Was soll ich denn machen damit? Immer. Nein, nein, nein. Nein. Nein, nein, nein. So. Ab ins letzte große Haus. Auch so ein Urlaub wäre auch mal cool. So eine Mehrfamilienhütte da. Apfelwein gleich zurechtgelegt vom Vermieter. Das Bundesheerunterkunft. Rudimentär, Weinflaschen. Reicht. Ich habe langsam Panik. Hello? Is anybody there? So, okay. Leute, dann zeige ich euch, wie es ist. Das war's.
Ach, mag nicht mehr. Oh, ein neues Beil. Oh, neu. Fast neu. Gut, Leute, also das war's. Ich finde die... Fick dich, Alter. Fick dich einfach. Gut, okay. Wir haben noch was zu tun. Alter Schwede. Ich sehe gerade, da gibt's einen Radio Tower. Der ist von hier. Da. Gut, ab zum Radio Tower. So. Jetzt sind wir erneut bei etwas Neuem. Das ist langsam schon zart. Das ist der Radio Tower. War jetzt keine Ahnung. Hey. Cool. Snowmobile, so. Meint. Ich bin da auch jetzt ganz, muss ich sagen, ganz von da unten darauf klettert. Man kann in dem Spiel ja gut klettern. Jetzt muss ich mal was schauen. Ich weiß wirklich schon nicht mehr, was ich hier überall machen soll. Und darunter ist eine Bridge. Die bringt mir alles für. Die ist nur da. So, gehen wir mal darauf. Feels like I'm going crazy. Hab auch nur 4 Stöcke. Heißt so viel wie nix Feuer. Oh Gott, I'm thirsty. Werfst du rein? Man kann die Kamera übrigens mit dem Kopf hier nicht bewegen, weil ich nicht drauf schaue, man kann nichts machen. Lager. Es ist so geil, was soll ich denn da lagern? Ich komme da nie wieder her. Weißt du, wenn es irgendwo auf der Insel einen Punkt gibt, wo du sagst, das ist meine Base. Aber da ist ja nichts. Ja? Ja, ich muss nochmal runter Feuerholz holen. Ich mach's Kraxel jetzt nochmal fertig rauf. Dehydriert. Oh, tastes so bad. Ja, wurscht, ist einfach. Ich habe ein Problem. Ich habe ja keinen Schlafsack hier irgendwo. Wo werde ich denn da jetzt wieder wach dann? Scheiße, da war irgendwo dazwischen. Ich hab das Kartenstück. Einmal geht's noch. Nee, ist kaputt. Okay, da kann man eh nicht mehr machen. Dann schnell runter. Holz fällen, Bett machen, kurz schlafen. Kann ich ja schneller runter? Nee. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Mein Essen geht ziemlich schnell runter. Sag mal, wie hoch war das jetzt?
wird jetzt wirklich schwer. So kann ich. Na, das schaffe ich nicht. So schnell kriege ich jetzt keine Wärme hin. Scheiße! Knapp. Sehr knapp. Ja, nach vorigen Spielstand laden, das ist sicher was denn. Okay. Wir haben das letzte Stück auf der Karte, das uns jetzt gefehlt hat. Ich glaube, das war das letzte. Ich hatte jetzt keine Zeit zum Nachschauen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich da bin. So, Leute. Schweren Herzens, weil ich finde nichts. War's das. Also. Ich habe jetzt geschaut, der Schlüssel, den ich gefunden habe, war auch nicht der für hier. Der ist angeblich angehender Typ, der da vorne liegt in der Leiche. Der hatte keinen Schlüssel, ich habe keinen, ich kriege ihn nicht. Ich war auf der Map jetzt nicht überall natürlich, aber ich war auf den meisten Stellen. Wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt hinfahren soll. Müsste ich mir eine, ohne Hilfe im Internet, der schaut, der Sessel, das Ding brennt. Ohne Internethilfe, das will ich jetzt eigentlich nicht, weil das Spiel auch relativ wenig dann noch irgendwie zu bieten rundum hat. Deshalb beende ich mal das hier und sage, okay, das war's. Das war's mal mit dem Part, wir haben soweit alles gemacht, wir haben alles aufzufädeln, das man sehen will. Hier ist eine volle Map. Da. Mal jetzt noch lesen kann, abschauen. Kann man sich screenshotten, wie man mag. Wie gesagt, da unten, wo wir sind, ist noch ein bisschen kahl eigentlich sogar. Aber es ist halt überall so, dass das so kahl ist, ne? Kann nämlich nicht mal wirklich sagen, wo der Key sein soll oder sonst irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er hier, wo ich jetzt bin, nicht ist. Ich werde hier jetzt schlafen gehen, dann fahre ich noch kurz mit Schneemobil weg und dann logge ich aus. Das ist jetzt nur ein Test von mir, ich mag nicht irgendwas nachschauen. Aber prinzipiell ist Schluss. Ich werde die Patch Notes verfolgen in dem Spiel und werde dann regelmäßig wieder reinschauen, dass sich da, ob sich was getan hat, ob sich irgendwas Tolles gemacht hat. Also, wir sehen uns in Northern Lights wieder. Danke fürs Zuschauen. Danke an den Entwickler für den Key. Und bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Und